Heute muss ich ganz vorsichtig sein, denn heute geht's um Glas. Und wenn ich das fallen lasse, Sie wissen ja, was passiert. Es gibt Gläser, die zerspringen schon, wenn man sie nur schief anschaut. Und andere, die halten ganz schön was aus. Wie kann das sein? Warum ist Glas nicht gleich Glas? Mal ein kleines Experiment mit einem stinknormalen Wasserglas. Wenn man da kochend heißes Wasser einschüttet, schauen, was passiert. Zerreißt's. Denn wenn das Glas einigermaßen kühl ist, oft schon bei Zimmertemperatur, und ich heißes Wasser einschütte, dann dehnt sich der Schloff schlagartig aus durch das heiße Wasser, durch die Hitze. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hier so ein Gummiband, das ist elastisch, das dehnt sich aus, das steht für die Innenseite. Die Außenseite kommt bei dieser Dehnung aber nicht mit, hier dargestellt durch einen Papierstreifen, und dann reißt das Ganze natürlich und das Glas zerspringt. Hier nochmal Glas. Mal schauen, wie lange ich brauche, um das kaputt zu kriegen. Wahnsinn! Also, obwohl ich mit voller Kraft auf dieses Glas gedroschen habe, es ist nicht auseinandergebrochen. Denn das hier ist Panzerglas. Das ist deshalb so stabil, weil hier verschiedene Schichten von Polyethylen eingearbeitet sind. Das ist so ein Kunststoff, der das Glas extrem stabil und verbiegbar macht. Das hier ist spezielles Sicherheitsglas. Es wird nach dem Gießen schlagartig abgekühlt und so wird hier eine enorme Spannung gespeichert. Bei der kleinsten Beschädigung entlädt sich dann diese Spannung und das Glas zerspringt in tausend winzige Einzelteile, ohne dass große, scharfe Schnittkanten oder Bruchkanten entstehen, an denen man sich verletzen könnte. Deshalb wird dieses Sicherheitsglas beispielsweise beim Notausstieg in Busfenstern verbaut. Genau dieses Prinzip kommt auch hier zum Tragen. Das ist eine sogenannte Bologneser Träne oder batavische Träne. Dieses Glas steht auch unter enormer Spannung. Deshalb kann ich sogar mit dem Hammer draufhauen. Passiert nichts. Aber wehe, ich versuche die Spitze abzuknipsen. Dann zerspringt das Teil in 1000 Einzelteile und ein Glück hatte ich eine Schutzbrille auf. Alles eine Frage der Spannung.